Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Heute mit einem brandaktuellen Thema, denn es gibt eine Meuterei im BSW. Katja Wolf meutert gegen Sarah Wagenknecht. Bei den Altparteien ist die blanke Panik ausgebrochen und das hat einen Grund. Wenn jetzt keine Einigung zustande kommt in Thüringen, ist es tatsächlich so, dass Björn Höcke durch einen Trick Ministerpräsident werden könnte. Nein, ihr habt euch nicht verhört und das ist der Grund, warum bei den Altparteien gerade die Angst umgeht. Was genau gemeint ist, erfahrt ihr im heutigen journalistischen Beitrag. Wisst ihr, woran man am deutlichsten merkt, dass sich die Stimmung im Land richtig krass gedreht hat? Daran, dass die Hetze gegen die AfD keinen Applaus mehr bringt, sondern dass Menschen nun wirklich auch Konsequenzen dafür erfahren, wenn sie offen gegen die AfD schießen. Nicht umsonst nannte man es früher Gratismut. Jeder Promi konnte sich quasi gegen rechts äußern, gegen die AfD äußern und hat keine Konsequenzen erfahren müssen. Das ist nun anders, blende ich euch hier ein. Caroline Kebekus ist ja eine ganz große Hetzerin gegen die AfD und auch gegen rechts und es hat sie in Jahren immer wieder gemacht, dass sie eben gegen rechts geschossen hat. Und nun seht ihr, ihre Quote ist richtig krass eingebrochen. Caroline Kebekus ist extrem gefloppt. Und was hat sie gemacht? Richtig, sie hat mal wieder gegen rechts gehetzt. Diesmal auch an Thomas Gottschalk hat sie sich abgearbeitet, dass der angeblich mittlerweile zu rechts wäre als alter, böser, weißer Mann. Also das Übliche. Und der Unterschied ist eben, Leute, früher konnte man mit so einem linken Feminismus und so einer Propaganda noch ganz viele Leute abholen. Jetzt ist es wirklich so, das will keiner mehr sehen. Und die Zahlen, die lügen ja nicht, Leute. Früher haben Millionen Menschen eben sowas zugejubelt. Heute ist es so, dass Caroline Kebekus im TV nicht mal mehr 1 Million Leute zum Einschalten bewegen kann, was für TV-Quoten wirklich extrem, extrem schlecht ist. Und es geht natürlich so weiter. Ich habe noch einen belegt, dass ihr seht, dass die Stimmung sich gedreht hat. Früher konnte man Björn Höcke einfach so beleidigen und es ist nichts passiert. Julian Reichelt dachte sich wahrscheinlich, das könne man genauso weitermachen. Er hat ja gesagt, dass Höcke eben ein Nationalsozialist sei, dass Höcke eben ihn an Hitler erinnern würde und solche Sachen. Was ist passiert? Blende ich euch hier ein. Julian Reichelt hat über 30.000 Abonnenten mit einem einzigen Video auf YouTube verloren. Ich glaube, das dürfte ein neuer Negativrekord sein, Leute. Schreibt gerne in die Kommentare, wie seht ihr das? Freut ihr euch, dass quasi diese Promis, die gegen die AfD oder gegen rechts schießen, jetzt auch dafür abgestraft werden? Ich finde, das ist doch ein deutliches Zeichen, dass es eben keinen Gratismut mehr gibt, sondern dass man die AfD nicht mehr diffamieren kann. Mittlerweile ist es so, die AfD, das ist eine große Community, die Wähler, und die sagen, okay, ihr schießt gegen uns, dann kaufen wir bei euch eben nichts mehr, dann schalten wir bei euch nicht mehr ein. Es gibt ja im Amerikanischen eben diesen Spruch, dieses Go Woke, go broke praktisch, also man wird eben arm, wenn man woke Ideologie verbreitet und genau das sehen wir jetzt auch in Deutschland. Und Leute, die gedrehte Stimmung geht natürlich an der Politik nicht vorbei und was wir gerade in Thüringen erleben, das ist absolut krass, ich blende es euch hier ein, da könnt ihr es wirklich sehen. Sarah Wagenknecht hat ein Machtwort gesprochen und das macht sie ja nicht grundlos. Sie merkt nämlich gerade, dass Katja Wolf die Seele des BSW verkaufen möchte. Das merkt sie und hat Wagenknecht gesagt, wir haben eine verdammte Verantwortung, den Wählern etwas zu liefern. Und es könne nicht sein, dass man jetzt eben alle Positionen des BSW aufgibt. Wie kommt Wagenknecht nur drauf? Na, das kann ich euch hier einblenden. Es ist doch tatsächlich passiert. Es wird gemeutert. Katja Wolf meutert gegen Sarah Wagenknecht. Und was ich euch hier einblende, ist unglaublich. Tatsächlich hat sich Katja Wolf vom BSW in Thüringen mit Mario Vogt von der CDU jetzt geeinigt. Vogt hatte ja erstmal rumgeschimpft, dass Wagenknecht reinfunken würde und sich beschwert. Und offensichtlich hat Katja Wolf sich jetzt entschieden, einfach gegen Wagenknecht zu agieren. Und diese Ergebnisse, die ich euch einblende, die sind absolut unglaublich. Das BSW hat einfach all seine Forderungen aufgegeben. Also die Stationierung von US-Raketen abzulehnen, war ja eine Kernforderung des BSW. Davon findet man nun nichts mehr. Die CDU hat sich komplett durchgesetzt. Waffenlieferungen abzulehnen, Kernforderung des BSW, davon findet man nun nichts mehr. Die CDU, Vogt hat sich komplett durchgesetzt und auch die Westbindung in Frage zu stellen und eben, dass man sich einseitig an den Westen, an die USA kettet, das war ja auch eben elementar für das BSW. Jetzt wird sogar in der Präambel, kein Witz, die Westbindung betont gelobt. Also auch wieder Vogt hat sich durchgesetzt. Leute, schreibt in die Kommentare, wie krass hat sich das BSW eigentlich verkauft? Wie krass ist Wagenknechts Partei eigentlich hier abgestürzt? Das könnt ihr ja sagen, also wie seht ihr das? Die haben doch quasi alles aufgegeben. Katja Wolf hat gemeutert. Und jetzt meine Frage, glaubt ihr, Wagenknecht lässt sich das bieten? Es könnte doch wirklich sein, dass es einen riesen Krach gibt und diese Partei sich ganz schnell wieder selbst zerlegt. Aber ihr fragt euch sicherlich, Leute, warum passiert es überhaupt? Warum hat Katja Wolf ist jetzt außerhalb von Machtgier gemacht. Nun ist es ganz einfach, weil sie Angst vor Björn Höcke haben. Ganz simpel, denn es gibt einen Trick, mit dem Höcke bald schon Ministerpräsident werden könnte. Und wie der aussieht, das zeige ich euch gleich.
Bevor wir nun aber gleich zu Höckes großer Chance kommen, Ministerpräsident von Thüringen zu werden, ich blende euch hier einen Kommentar ein, Leute. Es ist wirklich unglaublich, was diese Frau mir geschrieben hat. Das schreiben mir so viele Menschen. Und zwar folgendes: Sie hätten diesen Kanal schon lange abonniert, müssten aber jedes einzelne Video für manuell suchen, weil sie es von YouTube nicht mehr vorgeschlagen bekommen. Wie kann das sein, Leute? Es ist wirklich ganz simpel. Die Reichweite von kritischen Kanälen, die wird massiv eingeschränkt, müsst ihr wissen. Und es gibt eine Sache, die könnt ihr dagegen tun. Jetzt während des laufenden Videos diesen Kanal abonnieren kostenfrei und ganz wichtig eben nicht nur abonnieren, sondern auch die Glocke aktivieren. Das ist ganz wichtig, dass ihr das eben macht. Also danke an alle, die jetzt als neue Abonnenten dazukommen, und auch die Glocke aktivieren und auch Kommentare schreiben. Hilft sehr, also danke an alle, die jetzt noch einen Kommentar schreiben zu diesem Video. Und was so brisant ist um Höcke, das zeige ich euch jetzt. Genau für sowas brauchen wir nicht mehr Reichweite. Ihr müsst verstehen, woher kommt denn dieses Gebaren, dass die Altparteien so in Panik sind. Höcke hat eine große Chance, tatsächlich Ministerpräsident von Thüringen zu werden. Schaut euch diesen Artikel hier an, das ist wirklich extrem krass. Die Bild hat es geschrieben, Höckes große Machtchance könnte bald schon kommen, denn wenn die AfD beantragt, den Ministerpräsidenten eben wählen zu lassen, dann geht es für die anderen Parteien ganz schnell. Dann müssen die sich auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen und wenn es eben keine Brombeer-Koalition geben würde, was ja Wagenknecht in Frage stellt, wäre es tatsächlich so, dann würde eben für die Linkspartei ein eigener Kandidat antreten, dann würde Mario Vogt für die CDU antreten, wahrscheinlich Katja Wolf für das BSW und eben Höcke für die AfD. Und in Thüringen gibt es eine Besonderheit, im dritten Wahlgang reicht eben eine einfache Mehrheit der Stimmen, damit man zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Und da die AfD ja stärkste Kraft ist, mit fast 33%, müsst ihr wissen, hat die AfD natürlich die meisten Stimmen von allen Parteien. Das heißt, wenn jede Partei eben für den eigenen Kandidaten stimmen würde, das ist jetzt kein Witz, Leute, dann wäre Höcke eben im dritten Wahlgang offiziell zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt. Das ist ein riesiger Trick, der hier angewendet werden könnte von der AfD. Und Achtung, dass die AfD eben schon darauf schielt, das zeige ich euch hier, die AfD hat schon nämlich sich darüber lustig gemacht, dass eben diese Brombeer-Koalition auf der Kippe steht, hat eben geschrieben, kein Mensch hat auch eine Brombeere gewählt, respektiert endlich den Wählerwillen und lasst eben die AfD regieren. Deswegen meine Frage an euch, Leute, wie fändet ihr eigentlich einen Ministerpräsidenten Björn Höcke? Ihr seht ja, es gibt Leute wie Reichelt, die gehen massiv auf Höcke los, aber Fakt ist, Höcke ist eben auch derjenige von der AfD, der die größte Chance hat, überhaupt in die Nähe eines Ministerpräsidentenamtes zu kommen. Deswegen einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fändet. Also besser als Vogt, muss man doch ganz neutral sagen, wäre er doch auf jeden Fall, oder? Und das ist eben das, damit ihr seht, warum sie so Angst haben. Deswegen war mir das so wichtig, hier dieses Video zu machen. Also dieses ganze Chaos beim BSW, diese ganze Panik, dass man sich jetzt sogar der CDU unterordnet, das gilt eben nur einem einzigen Ziel. Man möchte verhindern, dass eben Mitte November plötzlich der Ministerpräsident Björn Höcke heißen könnte, denn die Chance in Thüringen ist real. Und ihr seht es, es wird am Ende dazu führen, dass sich wahrscheinlich diese Brombeer-Koalition doch bilden wird, nur mit dem Ziel, Höcke zu verhindern. Aber dann solltet ihr bitte auch nicht enttäuscht sein. Denn eine Sache ist ja ganz klar. Wenn das einzige Ziel ist, dass man die AfD verhindert und alle Inhalte deswegen weggespült werden, dann wird das BSW dafür bezahlen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, wenn das BSW das wirklich macht, also auf die ganze Friedenspolitik verzichten, auf die Waffenlieferungen eben sagen, okay, dann werden halt Waffen geliefert. Also ganz ehrlich, dann werden die BSW wieder doch auch zur AfD wechseln. Vor allem, weil sie ja wissen, BSW und AfD hätten jederzeit eine Mehrheit im Parlament für eine Regierung gehabt gegen Waffenlieferungen. Also ist es nur die Schuld des BSW, wenn dann eben weiter für Waffenlieferungen Propaganda gemacht wird. Meine Bitte, Leute, teilt dieses Video überall, zeigt es euren Freunden, zeigt es eurer Familie und klärt die Menschen auf. Und als zentralen Punkt dieser Analyse möchte ich es nochmal ganz deutlich aussprechen. Die AfD ist bildlich gesprochen hier der politische Jäger und die Altparteien sind eben die Getriebenen. Also wer hier die Macht hat, ist eigentlich ganz deutlich. Die anderen Parteien passen überhaupt nicht zusammen, aber müssen sich irgendwie zusammenzimmern und können dabei eben nur verlieren. Mario Vogt wird der unbeliebteste Ministerpräsident werden aller Zeiten, weil er natürlich keinen Rückhalt in der Bevölkerung hat. Und Sarah Wagenknechts Partei wird implodieren, wenn sie wirklich auf die Friedensforderung verzichtet, also der einzige Grund, warum diese Partei überhaupt über die 5%-Hürde gekommen ist, das wissen die meisten ja von euch, denke ich. Das heißt also, die AfD ist eben in der Macherrolle. Und genau das wissen sie auch. Sie wissen, dass sie eigentlich gar nicht mehr am längeren Hebel sitzen und deswegen haben sie Angst. Diese Angst merkt man übrigens auch ganz deutlich gerade bei Robert Habeck. Robert Habeck hat nämlich riesige Angst und er hat sich jetzt quasi verplappert, was er vorhat. Und ich sag euch, Leute, da kommt vor der Bundestagswahl nichts Gutes auf die freie Medienlandschaft zu, auf die freie Meinung.
Meinung. Habeck hat nämlich gesagt, es könne nicht sein, dass ein Milliardär wie Elon Musk, der eben Trump unterstützt, bestimmt, was in Deutschland geäußert werden dürfe und was nicht, dass der eben so eine Plattform wie X hat, dass er eben den Diskurs bestimmt seit seinem Twitter-Kauf. Und Leute, das ist eben der Punkt. Habeck fordert, man müsse Plattformen wie X regulieren. Was ist damit gemeint? Richtig, Zensur, nichts anderes, das wird immer so nett genannt, regulieren. Aber wenn jemand Meinungen regulieren will, dann will er eigentlich nur da sicherstellen, dass nichts gesagt wird, was irgendwie den Erfolg linker Parteien beeinträchtigen könnte oder rechte Parteien, konservative Parteien wie die AfD stärken könnte. Und Leute, das mit dieser Zensur ist wirklich gerade ein massives Thema. Ich blende euch hier etwas ein. Das müsst ihr euch wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was gerade passiert, wenn ich hier ein YouTube-Video hochlade. Es ist wirklich ein Mob, ein linker Mob, ich sage es bewusst so, der auf mich losgeht. Ich blende euch hier eine Collage aus mehreren Kommentaren ein. Die könnt ihr sehen, habe ich alle bekommen und die sind alle recht ähnlich. Hoffentlich wird dein Nazi-Kanal bald gelöscht. Ich hoffe, dass dein Kanal gesperrt wird, damit du vor der Bundestagswahl keine rechtsradikale AfD unterstützen kannst. Hoffentlich ist dein Kanal bald weg, wir werden dafür sorgen. Das sind Drohungen, die bekomme ich die ganze Zeit und ihr wisst, Leute, dass ich gerade auch einen Anwalt beschäftige, weil durch linke Massenmeldungen meiner Beiträge eben auch schon ein Beitrag von mir entfernt wurde und mein Konto eingeschränkt wurde. Das heißt also, da arbeiten Leute gezielt daran, dass ich auf Never Forget Nikki nicht mehr senden kann. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, warum haben sie ausgerechnet vor mir und vor meinem Kanal solche Angst? Liegt es daran, dass ich jung bin? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich kann euch nur sagen, viele fragen mich auch, wie kann ich hier immer weitermachen? Wie geht es überhaupt, dass ich seit Jahren immer wieder mit mir Anwälten wäre, dass ich weiterkämpfe? Das kann ich ganz ehrlich, Leute, nur dank euch. Ich blende euch hier zum Beispiel eine Frau ein, die hat mir was ganz Schönes geschrieben. Sie hat gesagt, du bist für die andere Seite gefährlich, weil du deine Sache wirklich gut machst. Und deswegen werde sie auch meine Arbeit mit 30 Euro freiwillig finanziell fördern. Und ich sage es euch ehrlich, Leute, ohne solche tollen Menschen müsste ich wirklich aufgeben hier als junger Mensch. Ich habe keinen großen Investor hinter mir oder sowas wie andere. Meine Arbeit lebt von eurer freiwilligen finanziellen Förderung. Deswegen danke ich jedem, der sich da jetzt anschließt, der meine juristische Arbeit freiwillig finanziell unterstützt. Die Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, blende ich euch hier im Video ein. Sie auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Und ich danke von ganzem Herzen jedem, der meine Arbeit jetzt per Bankverbindung oder per PayPal unterstützt. Das ist alles andere selbstverständlich. Ihr sorgt dafür, dass ich weitermachen kann, trotz dieser Versuche eben meinen Kanal wegzubekommen. Und das bedeutet mir viel. Danke an jeden, der jetzt Förderer von Never Forget Nikki wird. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann sehen wir uns zum nächsten Video völlig unzensiert wieder, Leute. Bis dann und ciao.